Übung zum die Zehen auseinanderziehen. Ja? Wir legen es auf den Stuhl. Wenn man es nicht auf dem Bein ablegen kann, kann man es am Stuhl erstmal anlegen und dann auseinanderziehen, versuchen zusammenführen, auseinanderspreizen aktiv und mithelfen, versuchen zusammenführen und weiter. Und das mit allen fünf Zehen machen, dass man die voneinander abspreizt, anspannen, weiter anspannen, weiter auseinander anspannen, weiter auseinander. Drei Durchgänge bei jedem Zwischenraum und dann sind nachher die Zehen viel weiter beweglich und gibt es schön Platz zwischendrin. Wenn Schmerzen richtig tief drin sind, kann man auch noch hier so kneifen mit den Fingern zwischen die Zehen drücken und halten. Draufbleiben, warten bis der Schmerz nachlässt und ein bisschen auch in beide Richtungen aufdehnen, entweder nach unten schieben, nach oben ziehen. Wenn die Hand jetzt aus welchen Gründen auch immer ganz schwach wäre, dann könnte man auch versuchen mit einem abgerundeten Kochlöffelstiel zum Beispiel oder einem Kochlöffel so runterdrücken und hochziehen. Immer so schön langsam, dass man sich nicht verletzt und dann hier die Zwischenzehenmuskulatur auch noch lösen. Und wenn es irgendwo kleine wie Überbeine gibt, kann man auch immer fester ins Gewebe reingehen. Und die Dehnübungen von den Zehen ist dann zum einen beugen, soweit wie es geht, gegendrücken, weiter beugen, gegendrücken, weiter beugen, gegendrücken, weiter beugen und auch strecken, gegendrücken, weiter herziehen. Gegendrücken, weiter herziehen, gegendrücken, weiter herziehen. Und dann auch noch im Fußgelenk eine tiefe Hocke machen. Ja, so weit runter wie es geht. Reindrücken im Boden und noch weiter runter. Reindrücken im Boden und noch weiter runter. Reindrücken im Boden und noch weiter runter. Und wenn man jetzt das hier noch intensiver machen will, was man, kann man auch so. Reindrücken, weiter runter. Gegendrücken, weiter runter. Gegendrücken, weiter runter. Dann noch die Wade dehnen. Nach hinten. Reindrücken, gestrecktes Bein weiter runter. Reindrücken, weiter runter. Reindrücken, weiter runter. Und auch noch Außenkante, Innenkante, X-Beine. O-Beine und dann noch Raupengang. Und Affengang. Das heißt, Fußgewölbe bleibt so und wir laufen so. Das ist gut zur Kräftigung. Hoch greifen und hoch und runter tun in verschiedene Positionen. Und noch mit einem Golfball. Golfball stehen und überall, wo es schmerzhaft ist, bleiben und drücken. Und die gesamte Beinmuskulatur mit dem Ball feste durcharbeiten oder mit dem Ellbogen oder mit der Faust. Kann man auch so tief durchkneten oder man kann auch so Rubbelbewegungen machen. Die oberflächliche Hauptfaszie verschieben, überall. Die Muskeln vor dem Fuß, die gehen hier auch ziemlich weit oben los und auch hier alles abtasten, Kreisbewegungen machen. Und wenn es wo weh tut, zum Beispiel hier hinten tut es meistens weh, dann da, wo es weh tut, draufbleiben, solange wie es weh tut, warten bis es nachlässt und dann weiter untersuchen. Auch hier hinten an dem Knöchelchen rundum abtasten, ist da was empfindlich. Und draufbleiben. Genau, das waren so die Ideen zur Fußbehandlung bei Zehenschmerzen, Fußschmerzen. Euer Ergotherapeut und Heilpraktiker in der Ergotherapie, Stefan Schirr. Wenn Sie Schmerzen haben, rufen Sie an, machen Sie einen Termin, melden Sie sich, dann üben wir das nochmal ganz in Ruhe und behandle ich Ihre Muskulatur. Ich freue mich auf Sie.